Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um diesen VW T5, Baujahr 2006. Ja Leute, kurze Einblendung. Ich hoffe, das mit dem Ton ist einigermaßen okay für euch. Ich filme hier in der neuen Halle. Und ja, der Sponsor des heutigen Videos ist XXL Automotive. Wir arbeiten schon des Längeren mit XXL Automotive zusammen, beziehungsweise beziehen Werkzeug von dort. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, deswegen unten ist das Ganze verlinkt. Mit dem Code VITYAWOLF10 oder VITYAWOLF bekommt ihr auch noch 10%. Und ja, ihr müsst das Werkzeug auch nicht kaufen, wenn ihr zum Beispiel Blockierwerkzeug benötigt. Könnt ihr das Ganze auch ausleihen, also sämtliche Werkzeuge könnt ihr auch ausleihen. Müsst ihr nicht unbedingt kaufen. Und die Passgenauigkeit bei dem Werkzeug ist auch wirklich gut. Ich hatte bis jetzt auch noch nie Probleme mit Steuerketten, Zahnriemen, dass irgendwelche Blockierwerkzeuge nicht gepasst haben, was bei manchen anderen leider der Fall ist. Und da gibt es auf jeden Fall keine Probleme. Deswegen, ja, checkt es unten mal ab, wenn ihr Werkzeug benötigt. Ruft dort an, schreibt E-Mails, fragt dort mal an, vergleicht mal die Preise. Und ja, könnt ihr auch natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben, wer von dort mal Werkzeug bezogen hat. Wir blenden das Logo hier mal ein. Wir blenden auch mal die anderen Logos ein, denn die haben auch zwei Hausmarken, zwei eigene Hausmarken. Ja, von daher, ja, und Werkzeug, jeder gute oder jeder Schrauber kennt das, man kann nie genug davon haben, vernünftiges Werkzeug. Deswegen, ich würde sagen, weiter mit dem Video. Und wie man hier erkennen kann, haben wir das Problem mit der Kennzeichenbeleuchtung. Eine Seite funktioniert, die andere Seite nicht, wie man das unschwer erkennen kann. Und es geht darum, wir wollen einmal wechseln bzw. umrüsten auf die schönen weißen LEDs. Jeder oder sehr viele von euch kennen das Prozedere. Wichtig, Kennzeichenbeleuchtung nicht fallen lassen. Wichtig, dass ihr euch das Ganze als Modul kauft. Das bedeutet quasi nicht einfach eine Lampe wechseln, sondern dass da wirklich ein Widerstand drin sitzt, beziehungsweise nicht einfach nur die LED-Lampe wechseln, sondern wirklich die komplette Einheit wechseln, dass da auch ein E-Prüfzeichen drauf ist. Ja, und natürlich, dadurch habt ihr auch nicht das Problem, die CAN-Bus-Problematik, wenn hier das passende Modul ist, dass bei euch die Kennzeichenbeleuchtung nicht als defekt angezeigt wird, obwohl bei euch die Kennzeichenbeleuchtung leuchtet. Von der Marke ist jetzt nicht gesponsert oder so, aber ist von Nurota, kenne ich nicht. E-Prüfzeichen und ja, Kauflink unten in der Videobeschreibung. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass das auch wieder von der Marke unten verlinkt ist, aber ich denke schon. Ja, im Prinzip ganz einfach zu wechseln, nur manchmal bei VW, die ein oder anderen kennen die Geschichte, da sind diese zwei Klammern, die da reinfahren müssen in die Steckverbindung und hier ist immer ein bisschen tricky, dass man die Pinne immer ein bisschen hin und her biegen muss oder rausziehen muss, dass das Ganze vernünftig passt. Aber wir sehen uns das Ganze mal an, wo die Problematik ist. Ja, und ich würde sagen, los geht's. Dann legen wir mal los. Also eigentlich ist es wirklich einfach zu wechseln, nur manchmal ist das Problem mit dem Rumspielen von diesen Pinnen, die da drin sind. Und da haben wir das Problem mit den Kontakten. Ihr werdet das jetzt wahrscheinlich nicht sehen können. Schauen wir mal. Nee, leider nicht. Moment. So, jetzt könnt ihr auf der einen Seite den Kontakt sehen. Und hier ist auch das Problem, dass man genau diese Kontakte rausziehen muss. Links und rechts. Komplett rausziehen und ein bisschen zur Seite biegen, weil das ist das Problem, wenn man die Kennzeichenbeleuchtung reinmacht, dass die halt schon extrem weit nach links und rechts sind und man nicht auf die Kontakte trifft. Probieren wir jetzt mal.
So, und manchmal müsst ihr auch noch hier die Kontakte von hier einmal ein bisschen nach vorne schieben, ziehen, wie auch immer, damit das Ganze ein bisschen passt. So rum müsste das sein. Dann sollte das eigentlich passen. Ist er da? Ja. Ja, jetzt fängt diese Spielereien an. Ja, da fängt die Scheiße schon an. Sollte passen. Ja, und so wechselt man das Ganze. Jetzt machen wir die andere Seite noch eben fertig. So. Ja, Leute, also das sieht ja wirklich, das sieht um Welten besser aus als die normalen gelben kleinen Leuchten. Ja, ansonsten wirklich easy zu wechseln. Manchmal wirklich knifflig, dass da wirklich manchmal schlecht Kontakt ist. Man schraubt die rein und dann leuchten die nicht. Bisschen hin und her probieren, aber sollte eigentlich bei euch klappen. Ne, so ist es auch bei den Passat, Golf, was gibt es denn noch? Jetta. Bei den meisten VWs ist leider das mit diesen Kontakten. Audi auch. Ja, deswegen schreibt mal alles unten in die Kommentare. Gefällt es euch? Was sagt ihr dazu? Und ansonsten Kauflink unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Ganze geholfen hat, gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.